die News der Woche Nummer 50. Beim Deutschlandticket gibt es eine kleinere Änderung. Der Adventkalender ist schon fleißig am Laufen. Und wie sieht bei uns die Urlaubsplanung aus? Das erfahrt ihr alles in den News der Woche. Ab Januar nächstes Jahres wird im Ort oder Stadt Standal das Deutschlandticket nicht mehr gültig sein. Daher, das betrifft sowohl Buslinien und Zuglinien. Da ist dieses Ticket nicht mehr möglich. Diese Entscheidung betrifft 6 Buslinien in der Stadt Standal sowie 35 Linien im Landkreis. Darunter Linien nach Seehausen, Anneburg, Osterburg, Havelberg, Tandahütte und Tandermünde. Ab Januar müssen Inhaber des Deutschlandtickets für die Nutzung der Standaler Busse einen Zuschlag zahlen. Der Adventskalender ist ja auch schon seit über einer Woche unterwegs wieder dieses Jahres und fleißig wird es schon angeschaut. Ihr könnt diesmal wieder Buchstaben oder Zahlen suchen, finden und viele weitere Sachen. Bis zum 29.12. habt ihr die Möglichkeit, am Tag 24. das Lösungswort dieses Adventkalender reinzuschreiben. Daher, diesmal ist da alles Zahlen, was ihr finden müsst. Jede Zahl ist ein Buchstaben. Als Gewinn wieder eine wunderschöne Tasse, paar kleine Süßkramwaren, einen kleinen Gutschein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Adventkalender Gewinnspiel 2023. Und zu guter Letzt kommen wir zu einer kleinen Urlaubsplanung vom 22.12. bis zum 7.1.2024 sind wir da nicht wirklich anwesend. Natürlich, ich werde weiterhin Büroarbeit machen, auch Videos schneiden. Aber wir haben in der Zeit eine kleine Winterpause eingelegt und somit, wenn ihr uns kontaktieren solltet, könnt ihr echt sehr gerne über E-Mail, Discord oder was auch immer. Wir werden echt anschauen, die Nachrichten auch darauf antworten. Aber wundert euch nicht, wenn echt mal ein, zwei Tage länger dauert. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Schönen zweiten Advent. Wir sehen uns dann in den kommenden Woche. Bis dahin, macht gut, bleibt gesund, schönen Tag, tschüss.